Willkommen, liebe Freunde, zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Attack of the B-Team. Wieder mit dabei mit dem Sensenmann. Hallihallo. Hi. Komm, so. Ich mach die Sense gleich noch viel cooler. Und du hilfst mir jetzt mal. Nee, du machst jetzt nichts cooler. Du hilfst mir jetzt. Wir wollten jetzt runtergehen. Du wolltest. Ich muss. Achso, da bist du ja. Hier irgendwo, auf der Ebene. Grab einfach mal in eine Richtung. Na, ich würde nach links bauen, weißt du? Nach links und rechts. Da, wo du die Dunkelkammer halt hin haben möchtest. Auch. Ja, muss ich mir noch überlegen, wie ich das mache. Okay. Bau einfach mal ein paar Richtungen. Oh mein Gott. Was ist da? Nix. Lol, Blitzes. Kill sie. Au. Oh, noch ein Blitz. Du hast so ein seltenes Item bekommen, glaube ich. Oh mein Gott. Ach, das bist du, lol. tut mir echt leid. Hör doch auf mit dem Blödsinn, ey. Guck mal dein Inventar an, dieses Blizzrod. Das hast du, glaube ich, auch gerade bekommen. Ja. Das ist soll ein unglaublich seltenes Item sein. Da ist irgendwo ein Bett. What the fuck? Du. Aha. Die fliegt da gerade. Nee, das bin ich, glaube ich. Nee, die ist gerade hinter dir geflogen, die troll dich gerade. Ja, irgendwie schon, ne? Die war auch gerade bei dir irgendwie gewesen. Achso, also sind das Blizzes jedes Mal, wenn... Hier sind noch mehr Blizzes. Ich hab's erwischt. Hier ist einer, wow. Ja, dann wird das Geräusch von den Blizzes gewesen sein, ne? Ja, ja, Nehme ich an. Okay, doch kein Enderportage. Enderportage, schade. Gut. Mir reicht das. Oh mein Gott. Aber spannend. Jetzt wissen wir also, dass ich so ein... Oh, ein Enderman, hi. Na, ja, du feiges Stück. Diesmal teleportierst du dich nicht weg, wa? Meinst du? Hat er schon nicht getan. Es ist aber so laut. Okay, er ist verreckt. Gut, dann können wir uns also in die Richtung nicht bauen mit der Dunkelkammer, falls du das möchtest. Das Schröder, ich glaube, die Fledermaus liebt dich. Ja, ich habe gerade schon 3 Stück getötet. Deswegen lieben sie dich. Sie wollen auch getötet werden. Was ist denn da unten noch alles? Oh mein Gott. Ziemlich viel. Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit unten. Also ich würde gerne, weiß nicht, so ab hier von. Naja, ist auch zu viel. Okay, ist schon mal nichts. Was ist vielleicht ab hier? Aber diese Fledermäuse gehen mir voll auf den Sack. Ja, ne? Hat er schon wieder 2 erwischt. Das ist ja ätzend. Also noch mehr, oh mein Gott. So. Das ist cool, wir haben so einen Blizzrod bekommen. Was? Was hältst du davon? Wir gehen hier einfach wieder weg und mauern das Ding hier wieder zu. Ich bin ja schon lange gar nicht mehr drin. Ach so. Habe ich doch gerade gesagt, dass ich wieder rausgehe, aber. Naja, mir hört ja eh keiner zu. Ist okay. Ist okay, gut. Ist okay. Ja. Dann was denn du hier geht's. Schon wieder? Ich baue jetzt den Platz für den Lagerraum. Und alles darunter kannst du meinetwegen für die Dunkelkammer nehmen. Alles darunter? Ist das die unterste Ebene oder? Nein, geht nicht hier weiter. Ach so. Von deinem Lagerraum. Mal gucken, ich muss erst mal gucken. Ah, hier habe ich es gefunden. Denke, das wird die unterste. Wobei, wenn ich. Ne, das ist jetzt auch dumm, wenn ich das wieder hochbaue. Dann bin ich ja fast auf der gleichen Ebene wieder. Aber wobei, wenn wir das zumachen. Tja, ist eine gute Frage. Ne, ich glaube, das wird die zumachen. Ne, da oben, da wo die Kisten jetzt sind. Dann halt gut. Weiß ich, dass man da die Röhren lang packen kann. Na gut, zumachen müssen wir nichts. Lass mal den Raum einfach so für Pipes. Weil brauchen wir eigentlich. Okay. Ich bin am Überlegen, ob wir das überhaupt so machen. Weil das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Was denn? So ein extra Lagerraum. Nö, der reicht ja eigentlich. Wir können den ja noch erweitern, notfalls. Naja, wir müssen die Kisten auseinanderpacken halt nur. Weil sonst passen angeblich die Pipes nicht dazwischen. Aus dem Lagersystem. Na gut, das wäre ja kein Problem eigentlich. Deswegen. Platz haben wir ja hier. Das lassen wir so. Ja, da würde ich sagen, pack mal unten eine Dunkelkammer hin. Weißt du nicht, vielleicht wo ich jetzt angefangen habe zu graben? Oder willst du noch weiter runter? Muss nicht weiter runter, muss halt nur dunkel sein. Also. Ja, dann machen wir es hier. Machen wir es hier. Und dann, ich weiß nicht, ob du nach unten graben willst oder ob das die obere Schicht sein soll. Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Helf mit! Warte mal. Ich baue. Nee, nicht, nee, warte mal. Jetzt habe ich alle. Jede einzelne Dings habe ich immer fast alleine gebaut. Ebene. Hilf mit, hier die Drecksarbeit zu machen.
wird das nicht, was ich vorhatte. Na gut. Ist aber schade. Jetzt muss mir doch helfen, Mann. Ja, leider. Irgendwo hier in der Nähe ist Lava. Das ist nicht so cool. Nee, wirklich nicht. Aber egal, ist ja deine Dunkelkammer. Ich hoffe nur, dass da keine Monster drin spawnen dann. Tja. Jetzt die Frage, willst du nach unten oder willst du nach oben graben? Um Deckenplatz zu bekommen. Ja, ich würde sagen, nach oben, da haben wir ja noch Platz zwischendrin, ne? Sollte ja keinen Stress mit dem Lager dann geben. Hoffe ich mal nicht. Muss ja auch nicht so hoch sein. Nee. Jetzt habe ich immer noch nicht die Textdatei angeguckt wegen dem Pipe-System. Scheiße. Aber er meinte, ich soll Chip eingeben. Aber jetzt ist die Frage, was für was war. Also irgendwie verschiedene Chips brauchen wir. Lilane, orange und grüne, glaube ich, waren es gewesen. Ja, die haben ja schon mal ein Deck gehabt, glaube ich. Ja, ne? Ja, ist schon richtig, aber die musst du halt noch machen, ne? Dieses, ach, wir brauchen Paper, scheiße. Okay, für den Null Logic Routing Chips brauchen wir Paper. Okay, also ich gehe mal ganz kurz gucken, ob da mal wieder ein bisschen Paper nachgewachsen ist. Jo, kannst du gerade wieder hinpflanzen dann. Mach ich. Ne, erstmal drehe ich mir selber welche. Ach so. Weißt du? Und was denkst du, wie viel gewachsen sind? Zwei. Zwei? Drei. Sagen wir drei. Drei oder zwei? Na, was denkst du? Na, machen wir vier. Okay, vier. Nee, es sind nur drei gewesen. Scheiße. Verkackt. Sehr schön. Auf jeden Fall sehr cool. Müssen wir da noch größer ausweiten, damit wir so eine richtige Sugar-Cane-Farm haben. Aber wir haben sonst kein Zucker-Dings gefunden, oder? Zuckerrohr. Nee. Echt, das, was wir gefunden haben, ist ja weg gewesen. Das hast du verbrannt, sagen wir mal so. Nicht verbrannt, vereist. Ah, ist fast in etwa dasselbe. Nein. Ich fliege mal ganz kurz rum, ob ich irgendwas finde, aber ich glaube, ich finde hier nichts. Ich sehe einen riesigen Feuerdrachen, sehe ich. Den geilen Feuerdrachen, meinst du? Den kann man nicht übersehen. Warum hängt da eine Fackel da hinten? Warum hängt hier eine Fackel? Ist ja interessant. Wo? Irgendwo an dem Berg, ich weiß nicht. Da hängt einfach mal eine Fackel. Aber naja, das ist dann halt so. Vielleicht habe ich die da hin. Wer weiß. Wahrscheinlich. Ist das Zucker oder ist das was anderes? Sieht nicht aus wie Zucker. Zuckerrohr. Ne, es ist ja Bambus oder so. Ne, doch Sugarcane. Cool. Vier Stück gefunden. Ja? Mhm. Sechs Stück sogar. Du hattest mal abgebaut gehabt, glaube ich, hier. Hier das lagen, kann gut sein. Hier lagen noch welche. Ne, naja, dann kann es nicht sein. Weiß ja nicht. Also zumindest lagen da gerade noch zwei Stück. Wenn die da lagen, dann habe ich die bestimmt nicht abgebaut. Na gut, ich pack trotzdem mal sechs neue Dinger ran. Über Eck ging das nicht, ne? Die müssen direkt irgendwie am Wasser sein. Ja, genau. Gut, dann packe ich hier und zack hier nochmal. Tschu. Sehr schön. Oh, so viel Zuckerrohr haben wir. Oh mein Gott, wie geil ist das denn? Da freue ich mich ja richtig. Komm, wir wollen wieder neue. Da kann man endlich mal unser Level nutzen für die Verzauberung. Ja, das wäre echt mal ganz cool eigentlich. Ich teste mal ganz kurz, wie viel Level. Wobei. Doch, ich teste mal, wie viel Level wir haben. Und komm nie wieder. Was denkst du? Wie viel Level etwa? Ich hätte vorhin gesagt 100, aber. 45. Maximal. Wow, was du für ein Cheater bist, Alter. Wieso? 45. Cheater. Ja, ich kann's halt. Als ob. Okay, das kann eine Weile dauern. Die Level wieder alle abzugeben. Okay, doch nur 45 Level. Das ist aber ärgerlich. Könnten auch einfach mal eine XP-Dusche bauen. Geht ja auch irgendwie. Hab ich gesehen. Wir können uns auch XP-Bottles bauen. Und uns gegenseitig damit zuwerfen, oder was? Ja. Hier, nimm mal den Level, du Arsch. So. Okay. Ich werde mal ganz kurz die Edelsteine hier rauspacken aus dem Boden. Falls wir dann unser Advanced Genetics-Zeug dahin bauen, dann brauchen wir ja keinen Eisen dazwischen. Jo. Boah, ist das so viel Eisen, what the fuck? Du meintest letztens, wir haben keinen Sand mehr, ne? Doch, ein bisschen haben wir noch. Aber wir haben auch noch einiges im Ofen oben gehabt. Ist jetzt halt Glas, okay. Aber. Glas meine ich ja. Dass du mal irgendwie meintest, wir haben kein Glas mehr.
Ja, müsste noch was im Ofen sein. Sonst hätten wir ja auch mal auf Glastour gehen können. Auf Sandtour meine ich. Stimmt natürlich. Boah, hier ist so viel Zeugs, Wahnsinn. Wir brauchen auf jeden Fall, ich brauche mir eine bessere Spitzhacke. Die ist so langsam. Apropos. Ja, dann bau dir doch mal eine. Ich gucke mal, was ich mit den Rubinen machen kann. Ah, meinst du, die kannst du einfach so verwenden zum Werkzeug bauen? Ich denke schon. Das wird auch möglich sein. Aber ich bin nicht so sicher. Bist du sicher? Ja, hast du recht. Aber ich habe irgendwas mit Ruby vorhin gelesen gehabt. Ruby X. Achso, wir brauchen richtige Rubine noch. Da braucht man einen Block auf Rubies. Ja. Achso, und wie kriegt man Rubine? Keine Ahnung. Wir haben Rubine, aber das sind nicht die Rubine, die wir brauchen. Achso, Rubine mit Biomes of Plenty. Gott, oh Gott, oh Gott. Ne, keine Ahnung. Also wir können das noch nicht machen, noch nicht ganz, dieses Rubinzeug. Da fehlt uns noch ein anderer Rubin. Wir haben zwar Rubine, aber das ist der nicht der richtige Rubin. Okay. Das ist ja ätzend. Mega ätzend. Richtig ätzend. Dreist ist das einfach mal. Mega dreist. Dreist. Aber Kohle kann auch nicht schaden, würde ich sagen. War Leute, ein bisschen um den Ofen anzufeuern hier. Ist immer gut. Ist immer richtig gut. Oh, Steine. Ach, Mama, Cobblestone. Warum haben wir denn so viel Zucker in der Truhe? Zucker? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, das hat man mal in den Höhlen gefunden gehabt. Hast du hier wertvolles Sugarcane verdingsbumst? Nee, das habe ich dir niemals. Ja. Hallo, was erwartest du von mir, ja? Du Arsch. Genau das. Na gut, kennst mich halt schon zu gut. Nee, keine Ahnung, ich glaube, das hat man mal in den Dings gefunden gehabt, in dem Minenschacht. Der war schlecht. So. Sieht doch schick aus. Ja, mega. Hast mir gar nicht mal hingeguckt. Ah, warte. Du hast jetzt selbst deine Schmelze hast du selbst auf Redstone gebaut, fast. Was wolltest du gerade sagen? Wir haben doch einen Pulverizer, oder? Haben wir den Pulverizer, natürlich. Wir haben alles hier. Alles haben wir hier. Was möchtest du? Und wir haben Papier gebraucht, ne? Genau. Paper. Dann probiere ich mal was aus. Denkst du, dass man Holz... Wo ist der Pulverizer? Wo ist er? Achso, Woodchips. Okay, jetzt verstehe ich. Woodchips meinst du? Ja, genau. Genau, der untere halt. Ist der Steam Dynamo leer? Ja, das ist leer. Sehr schön. Ja, das hätte man durchaus machen können. Ich weiß auch nicht, warum wir Sugar brauchen. Aber ist egal. Wir können sogar Papierwaffen machen. Papierwaffen? Die sind bestimmt mega awesome. Plus 8 Attack Damage hat das eine. Also mehr als das Diamantschwert. Ernsthaft? Ja gut, an Papier kann man sich auch schon böse schneiden, habe ich schon festgestellt. Das stimmt. Aber ich glaube, das ist nicht so ein Rasiermesser scharf wie ein Diamantschwert. Meinst du? Denke ich. Na, wird knapp. Ja. Was jetzt noch ganz cool wäre, wenn wir mit dem Redstone Energy Cell halt, wobei wir können den Steam Dynamo ja weiterhin befeuern. Jo, das stimmt natürlich. Irgendwann sollten wir mal aber irgendwie die Energy Cell ein bisschen öfter, ich habe schon Kohlebock dabei. So, da erfüllt der Pulverizer sich wieder ein bisschen. Minimal. Haben wir irgendwo eine Feder? Ja, unten haben wir ganz viele Federn irgendwo. Ah, da. Perfekt. Da kommen wir mal 200 rein. Ja, Tier 40 ist auch schon wieder. Sehr schön. Okay, Woodchip, du hast jetzt schon Paper gemacht, ja? Bisschen. Okay. Was wollte ich vorhin machen? Irgendwas wollte ich vorhin machen, dafür habe ich Paper gebraucht. Genau, diese Chips brauchte ich vorhin. Den Null Logic Routing Chip. Paper, Redstone und Gold Nuggets. Das ist eigentlich recht easy zu machen. Ah, Mensch, bist du aber ein Schlingel, bist du auch, musst mal wertvolles Holz benutzen, ne? Dafür. Warum nicht? Weiß ja nicht. Da ist das Electrum Ingot, ich hab's gefunden. Weißt du eigentlich, dass wir kein Gold mehr haben? Bisschen haben wir noch in meiner Truhe. Jetzt hab ich's rausgenommen. Aber es hat nicht mehr viel, ne? Nee. Nicht wirklich. Viel ist das nicht mehr.
Oh, drei Paper kriegen wir. Oh, nice. Wir kriegen so viel Paper da draus. Ja. Na dann, würde ich sagen, machen wir mal die Enchantment Tables. Ich hab ein Buch gebaut. Nein, ich weiß noch nicht, was wir damit anfangen können. Ein Buch? Normales Buch? Nein, ein anderes Buch. Achso, ein anderes Buch. Ich lass dir mal hin. Warte. Ich bin gerade noch am Craften. Ich mach mal so ein paar. Hast du. Ach doch, da ist es. Achso, Necronomicon. Necromantie, das ist cool. Ja, aber. Huch. Weiß nicht, wie man das benutzt. Ich habe hinter dir einen Eisenblock gerade. ist eine gute Frage. Wahrscheinlich brauchst du dafür einen Nekromantentisch oder sowas. Für Witch von Witchery. Nee, Witchery. Necromancy ist das. Nee, schon Necromancy. Ja, das ist so ein Summoning-Altar oder sowas. Genau. Aber. Hier, nimm's keine mal. Ahnung, wie man den baut. Ist egal. Wir machen erstmal gleich die DNA-Dinger. Würde ich sagen. DNA-Dinger? Okay. Hast du eigentlich die Blaze Rods in den Dings getan, in die Kiste wieder, oder wo hast du die hingepackt? Die ist bestimmt bei mir irgendwo in der Kiste drin. Ja, ich hab sie rausgenommen gerade, aber ich weiß nicht, wo meine hin sind. Deine verschlampt, oder was? Ja, vor allem ich meine verschlampt. Scheiße, wo sind die? Im Inventar bist du nicht mehr. Das ist ja spannend, ne, keine Ahnung. Ich habe noch ein Gold-Ingot gefunden. Ah, noch eins. Oh, hier sind überall kleinere Gold-Ingots versteckt. In Notfalls können wir auch ein paar Zombie-Pigments im Nether töten. Die droppen auch diese Gold-Ingots und daraus kann man oder wir gehen meinen, das ist ja auch kein Problem. Sollte man natürlich auch tun, ja. Das wäre die Alternative. Oh, Glas. Ich höre, dass du gerade irgendwie Sand wegmachst. Nein, ich baue Sand hin. Achso. Aber Seelensand natürlich. Seelensand! Wichtig, dass es Seelensand ist. Glaube ich zumindest. So, der Portable Tank ist bald voll, das heißt, das ganze Magma wird dann in den Magma-Dynamo fließen. Oh, wir haben keine Netherracks mehr da drin. Echt? Also, dann, hattest du die Netherracks und wo hattest du die hingepackt gehabt? In meine Truhe. Okay, naja. Die packe ich meistens halt immer da oben hin, nehmen die. Jo, nimm sie mit. Ja, hätte ich sowieso gemacht. Oh Mann, ey, ich freue mich schon, wenn das Lagersystem nicht fertig ist. Ich könnte eins bauen, aber das wäre ziemlich umständlich. Ein automatisches halt. Ja, das wäre auch automatisch, aber nicht mit einer Mod. Ach, ich probiere es einfach mal. Ich probiere es mal. Wenn die Leute mir schon so Hilfe geben, dann probiere ich das auch einfach mal. Du hattest normale. Du hast mir Sticks hinterlassen. Warum hast du mir Sticks hinterlassen? Weiß ich nicht. Die sind getroppt beim Craften, glaube ich, gerade. Achso. Wir brauchen mehr. Achso, du hast die Woodchips wieder mitgenommen. Also können wir ganz normales Holz einfach da reinpacken, egal welches? Ja. Ist ja nice. Also ich weiß nicht, ob jedes Holz geht, aber auf jeden Fall die. Versuchen wir einfach mal. Die Baumstämme gehen auf jeden Fall. Ja, die Oakwoods gehen auch. Ja, meine ich, ja, Baumstämme gehen. Da kriegen wir auch 64 Woodchips raus, wunderbar. Bookshelf. Brauchen wir Holz und drei Bücher. Und drei Bücher machen wir aus so einem Leder und so ein Ding. Hm. Ich habe noch irgendwo Papier rumliegen gehabt. Musst du mal gucken, wo ich es hin habe. Ja, ja. Wahrscheinlich in meiner Truhe. Wahrscheinlich schon. Wie alles. Ja, da habe ich 15 Papers. Aha, du hast also Papers. Du hast so viele Blizzwords. Du hast zwei Blizzwords bekommen. Holy shit. Not ja, ich kann's halt. Not bad. Die habe ich mal in die richtige Kiste reingemacht. Ich war mal so frei. Jo. Warum hast du so viel Flint? Du sollst dich Flint ins Ziel da oben in die Kiste packen und beim Nether und nicht in deine Kiste. Ups. Das heißt, du darfst die nächsten nicht mitnehmen. Hab ich vergessen. Ja, 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 das sagen sie alle. So, ich brauche Leather. Wo haben wir denn das Leder hier? Kein Leather. Nicht, dass wir kein Leder haben, das wäre ja ärgerlich. Haben wir nicht? Weiß ich nicht. Ich suche gerade, aber ich find's nicht. Oh. Weißt du, wo es ist? Ja, in deinem Inventar, wa? Ja. Jetzt nicht mehr.
Wo hast du's? Ach, da ist es. Hi. Dankeschön. 15 Leder. Na, super. Wolltest bestimmt gerade auch diese Bookshelves machen, ne? Ne, ich habe das Necronomicon gemacht. Ach so. Soll ich aus den ganzen Leder einfach mal die Books machen? Ja, also, mach das. Hoch. Müssen wir halt eventuell nochmal farmen gehen, aber ja, ist ja kein Stress eigentlich. Mal auch wieder ein paar neue Papers holen. Ey, cool, dann können wir bald besser enchanten. Jo, das wäre mega geil auf jeden Fall schon mal. Sexy. So. Dirt klauen brauchst du ja wahrscheinlich nicht, ne? Was brauchst du? Dirt. Nee, Dreck. Brauch ich nicht. Nee. Mach den Dreck weg! Liebet gerne. So, Papers. Zack. So, kein Leder mehr. 15 Bücher haben wir. Ist jetzt nicht wirklich viel, wa? Nee. Ach man, ey. Jetzt brauchen wir noch Holz. Das ist hier oben drin. Ich glaube 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und jetzt die Bücher hier in die Mitte. Oh mein Gott, ich bin so gut. Ich bin so der Pro, weißt du das? Meinst du? Ja, meine ich. Wenn du das sagst. Damn, 5 Bookshelves. Heftig, ey, wirklich gut. So, und wie ordnet man jetzt hier oben an? Irgendwie war das nur drumherum irgendwie packen, ne? Aber das Ding sieht... Matt, wo bist du denn? Bei der Enchantment Table oben. Komm mal hoch. Ganz oben, Dachboden. Ganz oben. Auf dem Dachboden. Wo wollen wir die am besten hinpacken? Weil so steht die halt echt scheiße. Ja, die müssen wir auf jeden Fall umsetzen. Weiß ja nicht, einfach direkt mittig oder hier auf diese Glowstone-Dinger raufpacken? Also, dass man halt diese Bücherregale machen können oder wie? Warte. Oder so packst du? Genau, ja, wir können es so machen. Ja, genau. Das ist super. Und die Bookshelves waren jetzt irgendwie angrenzend an das Ding, ne? Irgendwie so? Nein, ein Platz frei, glaube ich. Einmal drumrum. Ja, genau so. Würde ich einfach mal so hinpacken erstmal. Können wir jetzt ein bisschen was Besseres verbessern? 11, ich glaube, das ist immer noch gleich, war etwa? Ah, ich weiß nicht. Oder ist das schon besser? Ich weiß nicht, ich habe gerade nichts da zum Verbessern. Ach so. Um zu gucken oder so. Ach so. Ja. Okay. Vielleicht kann ich ja meine Sense verbessern. Hihihi. Wahrscheinlich schon, wenn es Waffe ist. Ich weiß nicht, ob es als Waffe zählt, aber es macht Schaden. Genau, einfach mal probieren. Oh, geht sogar. Okay, bis zu 10. Ich glaube, das sind schon mal mehr als wir. Also, ich habe von 11 gehabt. Ne Dings mit 11. Eine Verbesserung. Aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob das was gebracht hatte. Ist, glaube ich, besser als sonst auf jeden Fall. Okay. Oh mein Gott. Hast du den jetzt schon wieder gemacht? Kam irgendwo eine Spinne wahrscheinlich, oder? Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Meine Dunkelkammer ist scheiße. Spawn Gegner drinne. Warum? Doch, die Lava fließt raus. Ich wollte schon sagen, warum geht das nicht? Ja, dann solltest du die nicht so dunkel machen. Achso, der Pulverizer hat keine Energie mehr. Das ist aber ärgerlich. Jetzt wäre es halt ganz cool. Wir müssen das so machen. Die Energie da wieder rauspacken. Das sieht doch richtig scheiße aus, ey. Nein. Scheiße. Ich bin so dumm. Ja, okay. Ich frage mich gerade, warum der hier wegfließt. Was denn? Das Leadstone ist egal. Ja, ich versuche gerade den Pulverizer wieder zu befeuern. Du versuchst es? Die Redstone Energy Cell verliert mehr Energie, als sie eigentlich an den Pulverizer nur abgibt. Ich frage mich gerade, wohin die Energie geht. Absolut keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Normalerweise sollte sie nicht mehr hier reingehen. Die ist weg hier. Okay, jetzt ist es aus. Jetzt geht's hier. Doch, ist aus. Sehr merkwürdig. Ich glaube, hier fließt sie nicht ran, oder? Nee, eigentlich müsste es weg sein. Keine Ahnung. An den Dynamo geht's runter. Ich weiß gar nicht, was da noch für Dinger dran sind. Wo?
Bei dem Ding oben. An dem Redstone Energy Cell. Jetzt ist ja eigentlich alles miteinander verbunden, theoretisch. Ich werde das sowieso gleich wieder wegmachen, wenn der Polarizer da voll ist. Dann reicht es nämlich auch wieder. Okay. Polarizer ist voll. Gleich. Wenn wir den sogar, kann man schon wieder wegmachen. Ist okay. Theoretisch dürfte jetzt, genau, keine Energie mehr verlieren. Super. Ich weiß nicht, wohin von die Energie geflossen ist, in welche Maschine. Vielleicht kann es sein, dass es in den Magma Crucible auch noch geflossen ist, aber ich weiß es nicht. Ist auch egal. Oder es ist einfach hin und her geflossen. Kann ja auch passiert sein. Das kann auch sein. Aber der hat zu viel Energie verloren, die Redstone Energy Cell. Die hat, weiß ich nicht, 100.000 Grad verloren. Hm. Wobei der Polarizer nur 45.000 bekommen hat. Wie gesagt, ist egal. Lass mal ganz kurz eine Pause machen. Wollte ich eigentlich gerade schon machen, weil die Zeit schon lange rum ist. Auch mal wieder. Schon wieder, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Bis zur nächsten Folge. Dann geht's richtig ab, denke ich mal. Mal gucken, was wir da machen. Ich gucke dann gleich mal Dashys Dunkelkammer an, die da unten rumliegt. Meine Dunkelkammer? Ich habe da einen Schalter gesehen. Warum ist da ein Schalter gewesen? Na gut, Schalter? Das werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Part anschauen, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Bye, bye. Tschüssi.